Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 242. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir diesen Segen erleben dürfen, erlöst zu sein und gerettet zu sein durch dich. Und dass wir wissen dürfen, dass unter uns ewige Arme sind. Dass du jeden Tag uns die Kraft geben möchtest, die wir für diesen Tag brauchen. Und danke, dass du unser Gebet erhörst, so wie es am allerbesten für uns ist. Und Herr, wir möchten dich jetzt bitten, dass du auch, wenn wir ein neues Buch beginnen zu studieren, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst, dass obwohl wir schwache Menschen sind, wir die Stimme, deine Stimme, dein ewiges Wort vernehmen dürfen und die Kraft daraus für unser Leben ziehen dürfen. Herr, sprich du zu unseren Herzen heute. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir wollen mit dem Buch Josua beginnen. Und es heißt in Kapitel 1 und dort Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Das Buch Josua ist ein Buch des Sieges, ein Buch des Vorangehens im Glauben, voller ermutigender Verheißung, dass wenn wir mit Gott im Glauben vorangehen, er uns auch führen wird. Und uns sie geschenkt wird. Wir dürfen wissen, dass wenn wir auf Gottes Verheißungen bauen und mit ihm durch den Tag gehen, dann wird es uns so ergehen wie dem Josua und dem Volk hier. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter, und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Gott ist nicht selektiv und ist nur mit ein paar ganz besonderen, ausgewählten Menschen äh, besonders eng zusammen. Nein, er möchte jeden so führen, wie die großen Glaubensmänner und Frauen der Bibel. So wie er mit Mose war, möchte er mit Josa sein und so wie er mit Josua möchte er auch mit dir. Und mit mir sein. Und wenn er mit uns ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass unser gesamtes Leben, nicht nur ab und zu, sondern für die Dauer unseres ganzen Lebens, niemand uns dauerhaft besiegen kann. Wir siegreich als Christen leben dürfen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark. Und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Die, die Stärke und den Mut, den Gott hier empfiehlt, das ist nicht ein Vertrauen auf eigene Weisheit und eigene Kraft, sondern die Stärke des Josua. Sein Mut sollte darin bestehen, immer genau das zu tun, was Gott sagt. Nicht zu radikal zur Rechten abzuweichen und nicht zu. Ähm, zur Lachs zur Linken abzuweichen, in kein Extrem zu verfallen, sondern genau das zu tun, was Gott sagt, dann, denn dann werden auch wir Erfolg haben, wenn wir uns einfach an sein Wort halten. In Gottes Augen sind die die Stärksten und die Mutigsten, die einfach tun, was er sagt, ausglauben. Lass dieses Gesetz, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was daran geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Ihr könnt in Psalm 1 einen ganz ähnlichen Gedanken finden. Wenn wir die Bibel, das Wort Gottes zu unserem Studium machen, wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir Erfolg haben. Geistlich im Kampf gegen schlechte Gewohnheit, im Kampf gegen Sünde und Versuchung, aber auch in all den Dingen, die wir uns vielleicht auch in unserem Alltag vorgenommen haben, die Gott uns zeigt, dass wir sie tun sollen, wo wir für Gott auch ein Zeugnis sein können in unserem Alltag, in, in, in weltlichen äh, Dingen, im Studium, in, im Beruf, in der Schule. Wir werden Erfolg haben dürfen zur Gottes Ehre, weil Gottes Wort unsere Priorität Nummer eins ist. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst, sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Lieber Freund, liebe Freundin, was immer du heute vorhast, leg es vor Gott, überprüfe es mit seinem Wort und dann tue, was sein Wort sagt und du darfst wissen, dass Gott mit dir ist und dass du Erfolg haben wirst in seinen Augen. Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach, Geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegziehung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns ermutigst, dass wir stark und mutig sein dürfen. Danke, dass du uns verheißt, dass du bei uns sein möchtest, nicht nur bei einzelnen Glaubenshelden, die in der Bibel aufgeschrieben sind, sondern bei jedem Einzelnen von uns. Und dass wenn wir über dein Wort nachdenken und wenn wir uns entscheiden, nach deinem Wort zu leben, kostet es was es wolle, dass du uns große Siege geistlich und auch in unserem Alltag schenken möchtest, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.